So, Tag Leute. Heute will ich euch einmal das Endgame vorstellen. Also ihr seid Merciless Akt 3 und fragt euch, ja, was jetzt? Wie komme ich jetzt mit meinem Charakter weiter? Also ihr solltet natürlich ein Bild haben, der ungefähr mit 75 am Ende ist. Also fertig ist. Und ihr solltet eine gewisse Ausrüstung schon haben. Dann fängt so das Endgame an. Natürlich ist dabei wichtig, dass ihr Fire Cold Lightning Resis maximal habt und eben einen gewissen Life Pool beispielsweise. Jetzt bei mir hier 4800. Ich bin jetzt 77 und bin jetzt halt dabei, mit Maps zu starten. Und das, was ihr vor den Maps machen könnt, sind eigentlich erstmal drei Zonen, die ihr abfarmen solltet. Also erstmal zum Starten, The Docks, Monster Level 62, da kann man so bis, ja, ich sag mal 68, sowas, kann man da super schnell Level machen. Also mit 61, 62 anfangen und dann halt da diese 7, 8 Level machen. Da braucht ihr eigentlich nur ein bisschen Feuerresi gegen die Voidbearer. Ansonsten ist es eine ziemlich easy Zone. Ja, das ist so der Start, wo ihr mit dem Farmen richtig anfangt. Weiter geht's dann. Hier beispielsweise Catacombs ist die höchste Zone neben Maps eben. Das ist Level 67. Beziehungsweise im Library gibt es auch nochmal Level 67 und im Scepter eben auch nochmal. Aber das ist eine Zone, die würde ich nicht empfehlen. Das macht keinen Spaß da. Das sind sehr gefährliche Monster. Und da sollte man, also Dominus muss man auch überhaupt gar nicht killen erstmal. Also das ist was man sich später mal vornehmen kann, wenn man es unbedingt abschließen möchte. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall, gerade in Hardcore in Nemesis, da erstmal nicht hinzugehen. Und dann ist eben noch die Zone, die ich am meisten farme, was mir am meisten Spaß macht und meiner Meinung nach auch am meisten bringt, eben dann für die Transition zu Maps. Das ist eben hier Lunaris Tempel, Level 1 und Level 2 vor allem. Und dann eben auch Piety als Boss. Also die solltet ihr auf jeden Fall immer mitnehmen. Lunaris Tempel Level 2 hat auch Level 66 Mobs, also Level 68 Champions und Piety ist auch Level 68. Und Piety hat eben noch den großen Vorteil, dass sie mit ungefähr 50% Chance eine Map droppt. Also ich hatte auch schon mal Runs, da hatte ich sogar zwei Maps. Ungefähr 50%, vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß es nicht genau. Ja, also das ist auf jeden Fall das, was ihr erstmal machen solltet. Diese drei Zonen erstmal abfarmen und eben Maps sammeln. Bis ihr so Level 72, 73 seid, vielleicht bis 75 kann man das auch ganz gut machen. Und dann solltet ihr einen gewissen Map-Pool haben. Also, ihr sammelt erstmal Level 66 Maps. Ich habe die hier nach Kategorien geordnet. Das sind die Dungeon Maps, Dunes Maps, Overgrown Ruin, Orchard, Dried Lake und so weiter. So, also ihr seid jetzt fertig, ihr seid Level 75 oder was und wollt anfangen mit Maps. Was ist jetzt Sache? Ihr wollt natürlich auf der Map so viel Item Quality und Quantity haben wie möglich. Also nehmen wir doch einfach mal hier so eine einfache Tropical Island Map beispielsweise. So, die ist jetzt Level 66, kann erstmal gar nichts und deswegen müssen wir die jetzt transmuten. So, zack. Da haben wir schon mal den Mod Fleet Tropical Island Map plus 23 Item Quantity. Also den Mod mag ich eigentlich ganz gerne. 33 mehr Movement Speed für die Monster, 25% Attack Speed, 26 Increased Cast Speed. Finde ich eigentlich gar nicht so wild, gibt aber 23 Item Quantity, was ganz schön viel ist. Ja, und weil das ein Mod ist, der mir gut gefällt, setze ich hier auch direkt einen Orb of Augmentation drauf und bekomme, wow, Fleet Tropical Island Map of Commanders. Das heißt nochmal 35% mehr Rare Monster. Und das ist natürlich was wir wollen. Wir wollen magische oder Rare Monster haben in der Map, so viele wie möglich, weil, jetzt kommt es nämlich, in den Maps sind eben die Monster Level 66. Und wenn ihr Steine umdreht oder Kisten aufmacht oder so, da können auch Item Level 66 Sachen rausfallen. Wenn ihr jetzt aber ein blaues Monster tötet, dann hat das Item Level oder droppt das Sachen mit Item Level 67.
Rare Monster plus 2, also Item Level 68. Und das ist eben genau das Endgame, worum es geht. Ihr wollt Rare oder blaue Monster farmen und töten, um eben Maps zu bekommen, die ein höheres Item Level haben. Also ich habe hier beispielsweise schon einige Level 7, ja genau doch, Map Level 67 Maps. Und darum geht es erstmal. Also Schritt 1, Docks farmen, Lunaris Tempel farmen und ganz viele Item Level oder Level 66 Maps sammeln generell. Und dann, wenn ihr ganz viele von diesen habt, dann farmt ihr diese Level 66 Maps bis zum Abwinken, bis ihr ganz viele Item Level 67 Maps habt. Oder vielleicht auch sogar habt ihr Glück und findet bei einem Rare auch mal eine Level 68 Map. So, und wenn ihr dann ganz, ganz viele Level 67 Maps habt, dann farmt ihr diese Level 67 Maps, solange bis ihr ganz viele Item Level 68 Maps habt. Und ihr könnt auch mal iterieren, wenn ihr dann zum Beispiel bei 68 angekommen seid, ihr habt keine 67er Maps mehr, dann macht ihr mal wieder 10, 15, 66er Maps, um da wieder ein bisschen Nachschub zu bekommen. Weil das Problem ist nämlich, wenn ihr jetzt einfach nur 3 66er Maps macht, dann findet ihr eine 67er, dann macht ihr die 67er, dann findet ihr keine Map und dann ist sie wieder weg und ihr müsst wieder 66er Maps machen. Noch viel schlimmer ist es dann natürlich, wenn man immer in die höheren Regionen kommt. Also ihr macht, weiß ich nicht, 25 66er Maps, da habt ihr dann 5 67er Maps. Aus den 67er Maps habt ihr wiederum 3 68er Maps. Aus den 68er Maps habt ihr 2 69er und da findet ihr dann eine 70er. Und die arbeitet ihr nacheinander ab. Am Ende macht ihr die 70er Map und fallt wieder komplett zurück auf 66. Und das ist eben genau das, was nicht passieren darf. Oder was ihr eigentlich vermeiden wollt. Deswegen müsst ihr immer wieder so ein bisschen iterieren, dass ihr eben wieder 66er Maps macht und dann so immer euren Map Pool aufrechterhaltet, sodass ihr immer mal wieder in die hohen Maps reinkommt, eben 70er Plus Maps machen könnt, wenn ihr dann eben entsprechend ein bisschen besser equipped seid und so. Genau. Und wie gesagt, der beste Weg meiner Meinung nach, um sich auf Maps vorzubereiten, ist eben Piety Runs zu machen, weil ihr da einerseits jede Menge Maps bekommt und zweitens eben auch jede Menge Items. Ich habe zum Beispiel schon Chaos Supremacy da gefunden, 4, 5 Exalted Orbs kriege ich dafür. Also solche Sachen findet man da auf jeden Fall. Rares ohne Ende, Maps ohne Ende und die Monsterdichte ist eben auch ziemlich gut, sodass man da auch noch ziemlich viel Erfahrung bekommt. So, also, wir haben jetzt hier eine richtig gute Map gecraftet, mehr Rare Monster, mehr Movement Speed und so. Das ist auch ein Mod, den ich ganz gut finde. Bei der Tropical Island Map muss man noch dazu sagen, der Endboss ist auch nicht besonders schwierig. Da ist so ein komischer Affe, der kann eigentlich nicht viel, den kann man ziemlich easy killen. Generell, wenn ihr wissen wollt, was für Monster und Bosse es so generell in den ganzen Maps gibt, dann sagt mir doch Bescheid. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht einen Guide mache zu jeder einzelnen Map mit jedem einzelnen Boss. Also wenn euch das interessieren würde, dann schreibt mir doch in die Kommentare, dann überlege ich mir, ob ich vielleicht wirklich mal ein Video von jeder einzelnen Map mache. Ansonsten die Bosse könnt ihr euch anschauen im Wiki. Ja, müsst ihr einfach mal nachschauen. Aber ansonsten ist eigentlich das schon das Endgame. Ihr steckt die Karte hier jetzt rein, startet das Ding und spielt durch und hofft eben dadurch, dass ihr viele blaue und Rare Monster killt, dass ihr wiederum Maps bekommt, die ein höheres Item Level haben und so steigt ihr dann langsam die Leiter im Grunde des Endgames hoch. Und bekommt dann eben auch für die Maps viel, viel mehr XP. Also den Unterschied merkt man deutlich. Ja, ich hoffe, das Endgame-Szenario bzw. die Taktik dahinter ist euch damit ein bisschen klarer geworden. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Also ich beantworte immer gerne alle möglichen Fragen. Ihr könnt mich auch gerne in-game anschreiben. Und ansonsten starte ich jetzt mit dieser Map mein erstes Map-Video und wir sehen uns im nächsten Video. Über einen Daumen hoch und Abo würde ich mich super freuen.
Konsumiert mehr Mangos, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.